Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 605. Eichkugelwanderung am Dienstag, dem 16. November 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkugel, sondern ich sitze im MDW-Büro, beschäftigt mit zwei Sinfonien von Beethoven, hier der Pastorale, der 6. und auch hier gleich noch mit der 1. Beethoven hat ja immer viele Schwierigkeiten, die er für uns bereithält, um uns Nüsse aufzugeben, die wir dann knacken können. Da fällt mir ein Bonbon ein, das ein Studienkollege von mir sehr gerne gebracht hat. Er war dann langjähriger Bratschist bei den Wiener Sinfonikern und ist mittlerweile im Ruhestand. Wenn es darum ging, warum muss man das besonders üben, warum ist das besonders heikel, was ist da besonders schwierig dran, dann kam von ihm die Feststellung, das kommt davon, weil Musik ein schweres Instrument ist. Ja. Dieser Meinung war wahrscheinlich auch Rudolf Kreutzer. Er wurde heute vor 255 Jahren geboren in Versailles. Sein Vater war Violinist in der Königlichen Kapelle in Versailles. Und er und auch sein Bruder haben den ersten Violinunterricht natürlich vom Vater genossen. Später hat Rudolf Kreutzer dann auch bei Johann Stamitz gelernt, studiert. Ja, und Beethoven hat, wie schon der Name sagt, Rudolf Kreutzer seine Kreutzer-Sonate gewidmet. Ursprünglich hätte es ja die Bridge-Tower-Sonate sein sollen, weil eigentlich hat Beethoven diese schwere und komplizierte Violinsonate für George Bridge-Tower geschrieben. Bridge-Tower war ein Wunderknabe, ein Genie. Er war wahrscheinlich der bedeutendste, größte Virtuose vor Paganini. Obwohl man das ja nie so genau definieren kann, weil das Violinspielen ist ja kein Sport, sondern eine Kunst, in die Herzen der Mitmenschen zu gelangen. Ja, Bridge-Tower war ein farbiger Virtuose, die Mutter war Deutsche, der Vater war aus Äthiopien, war Kammerdiener zuerst bei einem polnischen Grafen, dann beim Fürsten Esterhazy. Bridge-Tower hat in London gelebt, wie auch sein Bruder, der Cellist war. Und Bridge-Tower ist mit Beethoven übers Kreuz gewesen. Man sagt, es wäre wegen einer Dame gewesen. Auf jeden Fall, er hat die Kreutzer-Sonate, die damals noch als Bridge-Tower-Sonate sozusagen geplant war, nie gespielt. Dann hat Beethoven gesagt, naja, irgendwer muss ja spielen, Rudolf Kreutzer, auch einer der Größten seiner Zeit. Er bekam diese Widmung, er hat diese Sonate auch nie gespielt, mit dem Hinweis, sie würde, diese Komposition würde der Violine furchtbare Dinge zumuten. Gemeint war wohl eher dem Violinisten. Ja, dann kam die Reihe an den jüngeren Bruder, der, glaube ich, nur ein Jahr später verstorben ist, den August Kreutzer. Auch er hat die Sonate nie gespielt. Ja, mittlerweile wird sie gespielt und jedes Mal, wenn wir sie hören, dann verstehen wir, was die Zeitgenossen Beethoven so ungeheuer schockiert hat von dieser Modernität, aber auch von dieser wahnsinnigen Virtuosität. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vielleicht viel Freude mit ein paar Takten der Kreutzer-Sonate. Entweder Sie spielen sie oder Sie hören sie.